Das ist ätzend. Aber besser als immer Schmerzen. Los, steig auf den Stuhl. Ich muss jeden Morgen meine Augen kontrollieren, um zu sehen, ob ich mir im Schlaf nicht die Hornhaut zerkratzt habe. Ach Gottchen, hör auf. Ich schwimme hier schon in Tränen. Ich kann nicht weinen. Ich ebenso nicht. Jeden Morgen kontrolliere ich meine Augen auf Gelbsucht. Denn es könnte sein, dass es Vicodin meine Leber killt. Ich kann niemals irgendwo hinrennen, ohne meine Füße auf Schwellung zu prüfen. Ich kann gar nicht rennen. Kein Junge darf mich lange drücken, weil ich sonst überhitze. Keine Frau wird das lange bei mir tun, weil ich nur für eine Stunde bezahle. Ich brauche eine Armbanduhr mit Alarm, weil ich sonst vergesse, aufs Klo zu gehen. Können Sie sich vielleicht vorstellen, wie peinlich sowas ist, Doktor? Von meinem Zimmer bis zum Klo sind es 15 Schritte. Ich überlege mir bei jedem Schluck die Vor- und Nachteile. Ich muss mich nach allem, was ich tue, selbst untersuchen. Zunge, Zahnfleisch auf Schnittwunden. Ich muss die Zähne zählen, Temperatur messen, Finger und Zehen auf Schwellungen untersuchen und sehen, ob ich blaue Flecke habe. Ich wurde schon angeschossen.